Willkommen zurück zu meinem Untergang in Total War. Wie kann ich helfen, Mann? Verzweifelter Versuch. Sehr fordert, bitte. Hört auf, uns zu beleidigen. Dieses Treffen war eine Enttäuschung. Der will nicht. Gut, dann versuche ich mit denen Richtung Deutschland zu ziehen. Vielleicht wollen morgen die ja geht die Reise weiter. Ein Einsehen haben. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Als ob ich hier nicht lang darf, wie gemein. Weiter vor, Männer. Ja! Vorwärts! Verbinden die Truppen! Eure Befehle? Ja, Herr! Greifen den Feind an! Belagern! Mein König! Belagern. Ja! Überdenkt ihr den Kurs bitte noch einmal, mein Herr. Und den Hafen blockieren? Hafen blockiert. Frankreich, sehr schwach. Ja, ey, guckt mal, wie die mich verarscht haben, die Hunde. Es ist mir eine Was erwartest Ehre, du von mir? Wie lautet euer Befehl? Mein Befehl ist eigentlich Bewegung. Ein Befehl zurück Richtung Wir England. Marschieren weiter. Wir können hier nichts gewinnen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Heidenei. Mein Geld sieht auch nicht sehr berauschend aus. Ich habe halt große Armeen und so weiter gerade unterwegs. Aber ich brauche die halt auch. Weil ich hier gerade voll angegriffen werde. Hervorragend. Alles bereit für einen Hinterhalt. Hinterhalt? Was soll denn das heißen? Oh, was geht nie ab? Kardinalsbericht. Seid exkommuniziert, wer? Sizilien. Als ob die Sizilianer exkommuniziert wurden, das könnt ihr den armen Sizilianern doch nicht antun. Mein König! Eure Befehle? Runden bis zur Kapitulation 8, ist klar. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Marschiert los! Ein König muss weiter hier lang. Wo ist mein Diplomatenluder? Es ist mir eine Ehre, Herr. Aber natürlich, mein Herr. Den müssen wir Richtung Deutschland buxieren, Stück für Stück. Während unsere Armeen sich hier einfinden sollen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Jetzt schnappen wir uns erstmal den Hund. Auf in die Schlacht. Endlich mal wieder eine Schlacht, die wir auch gewinnen können. Wenn wir denn ankommen würden. Was wir nicht tun. Euer Wille geschehe. Mein Herr. Macht die Enterhaken bereit, wir greifen an. Schlacht entscheiden lassen. Zack. Sieg! Wohin geht es? Bereit machen zum Entern und angreifen, Männer! So. Mein Herr, wir haben gewonnen! Segel setzen! Gut, setzen wir erstmal wieder Segel zurück. Hier, ja. Das läuft seinen Gang. Hier demnächst seinen Gang. Dich können wir heute auch nicht mehr bewegen. Dich sowieso nicht, was sehr, sehr traurig ist. Die Küste haben wir aktuell verloren. 34 Gulden, 34 Gulden. Was machst du hier mit? 28 Gulden. Vielleicht buxieren wir den einfach von Ressource zu Ressource, bis wir hier zu den wertvollen Sachen kommen. Das wäre doch mal eine Idee. Yo. Sonst kann ich tatsächlich nichts weiter tun wieder mal. Was mich sehr, sehr traurig macht. Ey, aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich hier verkacke, ja, seid bitte nicht so fies, ja. Ich habe das Spiel nie zuvor wirklich aktiv gespielt, ja. So. Will ich nur nochmal angemerkt haben. Produktionsstopp-Rundenbericht, der Tod geht um nach wie vor. Kreuzzug ausgerufen, ist mir total wurscht. Wie lautet euer Befehl? König Henry zurück. Lasse die Truppen ausruhen. Es ist mir eine Ehre. Jetzt schnappen wir uns die Franzmänner. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen Los geht's. In den Krieg. Die haben halt verdammt gute Leute, das sieht man. Aber diesmal haben wir wenigstens auch eine vernünftige Größe im Heer. Etwas, womit ich endlich mal arbeiten kann. Wollen wir denn die ganzen Schützen? Bogenschützen, 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 Bogenschützen,
Euch hätte ich ganz gerne so hier. Nee, du nicht. Okay, die sind ganz gut positioniert schon. Du sowieso. Nicht du. Der Feind wird häufig versuchen, euch mit Kavallerie zu umgehen. Stellt Speerträger an die Enden eurer Linien, um sie abzufangen. Kann ich gerade nicht. Ich muss warten, bis ich Verstärkung krieg. Und mit dem, was ich jetzt habe, muss ich kämpfen. Erbittert wie nie zuvor. Und ich will halt wirklich auch, dass die Bogenschützen nicht immer wegrennen. Deshalb Bewachen-Modus. Als ob das gerade mal 10 Einheiten sind. Was soll ich denn mit 10 lümmeln? Hier mit in die Ecke stellen oder was? Ah, lol, das ist meine Verstärkung, euer Ernst? Und der Rest wartet hier hinten. Nee, von da brauche ich jetzt gerade keine Verstärkung, ganz ehrlich. Schickt mich mal bitte wieder hier hin. Zum Ort des Geschehens! Wo wir uns in den Wäldern ein bisschen versteckt halten. Wo sind denn jetzt die Franzosen? Aha! Okay, die sind alle noch nicht nah genug, die Franzosis. Ja, die kriegen noch Ärger. Die werden noch sehen. Wieso feuert denn hier kein Arsch? So weit wechseln die doch jetzt auch nicht. Jetzt kann's losgehen. Es ist möglich, Artilleriemunition zu entzünden und so einen tödlichen Feuerregen auf den Gegner niederprasseln zu lassen. Brandmunition ist nicht so präzise, richtet jedoch beim Einschlag größere Schäden an und hat eine größere Auswirkung auf die Moral der Truppe. Klickt mit links auf den Zeigen-Button, um zu sehen, wie man das macht. Gut, das klingt eigentlich ganz gut. Ich meine, hier sind ja große Trupps, da werden sie ja wohl irgendwo reintreffen und beim Aufschlag macht's kabumm. Feuert ihr ansonsten schön? Ja, ihr feuert schön, das ist gut. Und Angriff, ihr zwei Trupps. Los geht's. Meine Ballisten, die sollten mal besser woanders hinfeuern. Feuert mal hier hin. Sonst trefft ihr nur meine eigenen Leute am Ende noch. Okay, jetzt geht's in den Kampf. Haben wir noch Speerträger, die aktuell nicht kämpfen irgendwo? Nee, es sieht eigentlich ganz gut aus gerade. Das ärgert mich ein bisschen. Gott oder ein militärisches Team hier lang können uns aus diesem Debakel noch zum Sieg verhelfen. Chill doch einfach mal einen Moment. Ich bin doch schon auf dem Weg, was zu klären. Zwar mit der Einheit, mit der es eigentlich nicht machen sollte, aber ich habe keine anderen Reiter. Los, 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 los. Wir brauchen euch hier hinten und zwar schnell. Ich will die Ballisten nämlich ausgeschaltet wissen.
Okay. Ich muss hier leider jetzt wirklich mit meinem General auch... Oh, scheiße, wo kommt denn der her? Rückzug. Okay, dann machen wir es eben so. Und ziehen uns in die Richtung zurück. Während die hier mal ein bisschen attackieren sollen. Ich brauche hier mal ganz schnell Unterstützung für meinen Offizierslümmel. Dass die Kavallerie wegmachen können. Der Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Meine Feuerballisten kann ich gerade gar nicht groß einsetzen, aus Angst, meine eigenen Leute hier zu treffen. Sonst sieht es eigentlich ganz okay aus. So, das reicht schon. Bitte wieder zurück zu unseren Gunsten zu wenden. Das könnte ein Sieg werden. Kämpfen hier fleißig. Komm, wir versuchen mal mitzuhelfen hier. Okay. Also es sieht wirklich ganz akzeptabel aus gerade mit der Schlacht. Wir kriegen das hin. Ein weiterer Hoffnungsschimmer mit den Ballisten kann ich nur gerade wirklich nicht allzu viel anfangen. Der feindliche General, außer vielleicht hier rein. Feigling, flieht! Kämpft wacker und brecht den Kampfgeist seiner Armee. Geht das? Sie wollen nicht reinfeuern. Wollt ihr da reinfeuern? Das wollt ihr. Für die hier vorne stehende wahrscheinlich zu nah dran. Macht schnell. So, reicht mir schon. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Sehr gut. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Das haben wir doch schon. Feind hat über 70% seiner Truppen verloren. Seht, wie feige der Feind davon. Das ist ein klarer Sieg. Ach, endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Yay! Weg damit. Glaube und Mut haben uns den Sieg geschenkt. Eine Ehre, euch zu dienen, Herr. So, und natürlich, wir ziehen mit der Armee natürlich gleich weiter in die Richtung. Um ihnen zu zeigen, wie blödsinnig das war, dass die sich mit mir angelegt haben. Wo ist denn mein... Wie kann ich helfen? Da ist mein. Sofort. Morgen geht die Reise weiter. Ach, kann ich gerade nicht. Gut. Yo, das sieht doch alles ganz schön aus.
Sonst kann ich auch nicht viel machen, weil ich ja immer noch Geldprobleme habe. Gut, nächste Runde. Hallo. So, was haben wir denn jetzt Schönes? Wir fangen einfach mal unten an. Rundenbericht ist mir gerade egal. Größte Seite. Der Kreuzzug wächst. Ortschaft wächst. Produktionsstopp. Diplomatische Formation. Nur so ein Rotz, den keiner will. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Hauptmann. Stelle mich dem Feind ehrenhaft entgegen, mein Herr. Okay, jetzt kann er nicht mehr fliehen. Wir greifen den nochmal ordentlich an. Auf in die Schlacht! Um ihm nochmal ordentlich weh zu tun. Ich wollte beim letzten Mal nicht nachsetzen, obwohl die am Fliehen waren, weil man weiß ja nicht, ob man Leute verliert. Jetzt habe ich nochmal insoweit die Möglichkeit, einen Sieg herauszuholen, weil meine Leute ja allesamt noch voll im Saft stehen quasi. Ach komm, wir fangen einfach an. Wird schon. Wird häufig versuchen, euch das weiß ich. Wie oft willst du mir das noch erzählen, du Qualle? Lass die ruhig näher kommen. Die sind aus dem Zentrum, gut. Feuer frei! Und die paar Schützen, die sie haben, die werden doch auseinandergenommen. Gut, die haben auch noch ihre scheiß Ballisten, ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Aber Fakt ist, wir ballern die jetzt schon hart zusammen. So. Und wir versuchen mit unserem General mal hier durchzukommen, um die Ballisten unschädlich zu machen. Kann ja nicht sein, dass die dafür sorgen, dass wir hier noch Schaden kriegen. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Die feindliche Armee. Nee, nix da. Ich setz fort. Folgen und zur Strecke bringen. Wir machen die richtig auseinander jetzt. Da gibt es kein Pardon. Okay. Oder nehmen wir mal die sind gerade näher. Na, ihr müsst schon mal ein bisschen zulaufen hier. Weil wir wollen den Feind ja auch ordentlich zerstückeln. Haltet denn ihr hin? Und wo rennt denn ihr hin? Es ist so ja nichts mehr, oder was? Ihr seid hinter dem feindlichen General her. Dann habt ihr doch meinen Segen, das durchzuziehen.
Naja, die Franzosen. Werden wir sie letztendlich doch noch verkloppen. So wie sich das gehört. Lauf, kleines Schäfchen, lauf! So, bitte nicht feuern. Sagt nicht feuern. Wen haben wir noch? Hier hinten haben wir noch Leute. Holt sie euch. Der General ist leider schon abgehauen, wie es aussieht. Den kriegen wir nicht mehr gestellt, aber den Großteil der feindlichen Armee werden wir kassieren können. Was ist mit euch? Ihr müsst schnell reiten, nicht so langsam, hör mal. Es geht dir darum, die Leute davon abzuhalten, abzuhauen. Merkst du es noch einen Meter? Komischer Fritze. Ach, der gehört dazu. Wieso teilen sich denn meine Leute immer so auf? Kommt schon, das ist ein Mann, den werdet ihr euch ja wohl krallen können. Holt ihn euch. Der kommt nicht weit. Hier, ihr müsst euch nur umdrehen, meine Güte. Los, 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 los. Reite wie der Wind. Lasst mal ab vom Feinde. Meine Reiter sollen das machen. Die sind schneller und ihr haltet die bloß auf. Holt euch die Franzosen, aber zack. Das ist mir zu spannend. Das ist ein klarer. Schade. Sack, wie ihn nur Männer von großer Tugend. Heidenei. Aber von wegen Lösegeld können die vergessen, ne? Ne, hinrichten. Der Feind ist besiegt! Wir sind die Sieger! Heute gehen wir zum Verschlechtern. Das kann ich mir vorstellen. Merkmal verloren, ist mir scheißegal. Ich gehe mit den Franzosen um, wie ich es für richtig halte. Na gut, Freunde, ich würde ohnehin sagen, wir machen für heute Schluss und beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss!